Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Annaburger HTS 3106 an. Das Ganze kommt von HR Modding. Gibt es den PC/Mac auch für die Konsolen? Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann Annaburger HTS 3106. Es werden keine zusätzlichen Mods benötigt, wenn ihr mit dem schönen Trailer hier spielen wollt. Ja, also, den Annaburger kennen wir ja bereits, oder Annaburger generell, und das Prinzip des Trailers ja auch. Ich stelle relativ wenig Anhänger vor, weil der Anhänger ist in der Regel ein Anhänger, aber der ist ja hier immer ein bisschen besonders, dieser Fieldliner. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, machen wir mal. Gucken wir uns das Ganze mal ran hier, beziehungsweise mal ein. Wir haben Annaburger Feldliner HTS 3106. Wir haben 55.000 Liter Kapazität bei einem Gewicht von 11 Tonnen, also Leergewicht in dem Falle, und 105.000 Euro glattende Anschaffung, beziehungsweise 5.355 im Leasing. Verzeiht mir, meine Stimme ist heute ein bisschen im Eimer. Als Konfigurationsblöcke haben wir Reifenhersteller, Reifenvariante, Anbau, Kupplungstyp, Abdeckung, Fahrgestellfarbe, Aufbaufarbe, Abdeckungsfarbe, Felgenfarbe und Kennzeichen. Sind ganze 9 Konfigblöcke. Ist für einen Trailer relativ viel. Reifenhersteller, standardgemäß haben wir Michelin. Können wir noch auswählen zwischen Fredestein, Nokia und BKC Trelleburg mit dazu. Bei Michelin gibt es verschiedene Reifenvarianten. Cargo X, BIP in dem Falle hier, das Ganze noch als HF-Variante und Co. Also diese 2 Stück habt ihr zur Auswahl. Bei Fredestein habt ihr 2 Stück zur Auswahl, bei Nokian habt ihr 3 Stück zur Auswahl, BKT nur 1 und Trelleburg habt ihr hier auch wiederum 3 Stück zur Auswahl. Also insgesamt laut Beschreibung gibt es 10 Radsätze. Die Achse hier vorne, da kommen wir später noch dazu, die könnt ihr leider nicht manuell steuern, die funktioniert soweit automatisch. Wir haben den Anbaukupplungstyp hier vorne, entweder als Kugel oder als Öse, je nachdem, wie ihr das Ganze haben wollt. Dann können wir eine Abdeckung wählen, auf Ja bzw. standardgemäß Nein. Die sieht dann so aus, ne? Die ist dann so durchsichtig mit diesen, ich weiß gar nicht, ist es in Realität ein Gitter oder ist es so stoffmäßig da, aber überall halt, ne, so offenporig halt. Steht dann nochmal Annaburger in dem Falle hier mit drauf. Schöne Sache. Dann können wir die Fahrgestellfarbe ändern in diversen Farben. Und ihr habt hier richtig viele Farben insgesamt zur Auswahl. Also sollte für jeden was dabei sein. Diverse Töne, Rottöne auf jeden Fall, aber auch, ne, ein bisschen was Ungängigeres. Also je nachdem, was ihr so gerne möchtet, ne, ist dementsprechend hier mit dabei. Das ist im Übrigen ein Blau. Ne, kein Schwarz, ein blaues Metall, es gibt aber auch noch Schwarzmetall. Ne? Also könnt ihr genauso einfärben, wie ihr das für richtig haltet. Dann gibt es die Aufbaufarbe, die ist dann hier in der Mitte, ne? Beziehungsweise auch hier im Innenbereich. Also auch das könnt ihr dann freilich auswählen, wie ihr das Ganze eben für richtig haltet. Dann gibt es die Abdeckungsfarbe, das ist dann einmal hier oben, logischerweise, ne? Klar. Und dann gibt es noch zu guter Letzt die Felgenfarbe und auch da habt ihr das ganze Farbspektrum, wie bei den anderen Dingern, auch zur Auswahl. Ihr könnt das Ding also von oben bis unten in einer Farbe lackieren, wenn ihr das Ganze wollt. Da steht euch nichts im Wege. Schauen wir uns das gute Stück an. Hier standardgemäß jetzt gelassen in den normalen Rot. Also wir haben da stehen Annaburger, wir haben hier HTS 3106 Fieldliner, also Feldliner in dem Falle. Wir haben hier, wie gesagt, die Michelin Standardbereifung mit drauf, 845 R26,5. Das Ganze hier auf 3 Achsen genommen. Die vordere Achse ist eine Liftachse in dem Falle mit dazu. Die wird automatisch abgesenkt, sobald zu viel, in Anführungsstrichen, was ist zu viel, sobald halt 20% vom Füllvolumen im Trailer erreicht wird, geht die automatisch nach unten. Coole Sache. Ansonsten vorne halt anschlusstechnisch, in dem Fall jetzt Kugel, Zapfwellenanschluss hier, ist klar. Wir haben überall Kollisionen, klitschen dementsprechend auch nirgendwo durch. Die Deagles und Co. sehen auch alle bombastisch aus. Kennt man ja aber auch von HR Modding soweit. Deswegen mal hier 50 km Aufkleber, Bremslichter, Blinker und Co. Kennzeichen, Beleuchtung dazu, Schmutzfänger hier unten mit dran und wie gesagt überall Colli, auch im Innenbereich, also wir klitschen hier nirgendwo in dem Falle mit durch, das ist tippitoppi, ansonsten die Texturen sehen soweit auch tippitoppi aus, gibt's gar nichts zu beanstanden, top Arbeit, deswegen passt soweit, Texturen top, können wir weiter zur Funktionalität machen. So, ein Trailer ist relativ schnell vorgestellt. Ihr seht, dynamische Kabel, Schläuche und so sind mit dabei. Der PTO-Anschluss verbindet sich soweit auch alles mit dran, wie es sein soll.
die Bremslichter, die Blinker, Rückwärtsleuchten und Co. Das funktioniert soweit auch alles mit dazu. Ihr seht, die Achse hier ist jetzt unten, ne, weil ich halt hier alles voll habe, also sprich 55.000 Silage mit dazu. Ihr könnt aber auch mit der rechten Maustaste hier das Niveau noch ein bisschen regulieren, nenne ich es mal. Also ihr könnt den Trailer ein bisschen höher, ein bisschen niedriger einstellen, je nachdem, wie das für euch vom Vorteil ist. Mit der Taste Y könnt ihr dann die Abdeckung, sofern ihr sie konfiguriert habt, einmal öffnen und schließen. Funktioniert soweit auch ohne Probleme, hat auch Sound mit dazu. Da klitscht auch nichts raus. Ihr seht, es ist richtig sauber hier. Zack, zack. Ne? Also auch das ohne Probleme. Und natürlich der größte Vorteil, den ihr hier bei den Anhänger habt, ist einmal, dass ihr den Aufbau anheben könnt. Und das ist besonders praktisch bei vielerlei Dingen. Entweder wenn ihr häckseln wollt, dass ihr da mit einem aufgestellten Trailer fährt, oder wenn ihr irgendwas überladen wollt von whatever halt. Ne? Also sprich, ihr nutzt das Ganze als ULW in Anführungsstrichen, ihr wollt das in einen anderen Trailer überladen. Oder hier zum Beispiel an der BEGA. Ne, wo man das Ganze hier nach oben mit einfüllen kann. Da könnt ihr dann einfach einmal die Taste X drücken, dann fährt er sich raus. Und hier ist es nicht so, dass sich dann die Stützfüße unten ausfahren und der dann halt in dieser Position verharren muss. Nö, ihr könnt hier stinknormal damit weiterfahren, ne, beziehungsweise hier agieren und könnt dann in dem Modus das Ganze halt hier so machen. Ne. So, dann können wir jetzt hier eben mal ranfahren, kann ich eben mal I drücken und kann die Silage dann einmal hier so überladen und kann das Ganze sogar dann mehr oder weniger, also jetzt mehr oder weniger realitätsgetreu machen oder real machen und nicht hier irgendwo auf den Boden kippen. Geht natürlich auch, ist klar. Ne, aber für alle die, die da mehr Spaß dran haben, ist das natürlich hier ein idealer Trailer. Geht das Ding wieder zu hier, zack, kann ich wieder wegfahren, kann das Ding wieder einklappen und fertig. Oder ich kann halt das einfach so fahren. Whatever, je nachdem, was ihr da für Einsatzgebiete habt, ne, kann das ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber das funktioniert soweit. Alles wie soll, und das ist hier bekanntermaßen ja die Hauptsache. Kennzeichenbeleuchtung ist im Übrigen auch noch mit dabei, hier links und rechts, ne, muss ich jetzt nicht extra in die Nacht gehen. Und diese Seitenmarkierungsleuchten, ihr seht sie hier unten, die leuchten auf den beiden Seiten ebenso mit auf. So oder so, ein schöner Trailer, wird bestimmt der ein oder andere davon Gebrauch machen. Von daher passt soweit. Ansonsten könnt ihr alles an Früchten reinhauen, was ihr im Standardspiel so kennt. Plus Multifrucht-Support. Also Multifruit-Support ist auch mit dabei. Sprich, wenn ihr auf einer Multifruchtkarte spielt mit neuen Fruchtsorten halt, erkennt der Trailer auch, solange das halt alles in der richtigen Kategorie von der Map aus gesehen eingeordnet worden ist. War das Deutsch? Einkategorisiert worden ist. So rum. So rum ist es richtig. Wunderbar. Ansonsten, wenn wir uns einmal den lila Lok anschauen, seht ihr, ist auch sauber. Wir reden hier von ca. 6 MB. Also knapp 6 MB. Ist also auch ein absolutes Leichtgewicht. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein deutsches Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss. Okay.